Hallo, hier ist Melli vom Team Nushu. Wir sind heute hier in der Hamburger Hafen City und gehen gleich zu Unilever. Die haben uns nämlich eingeladen, weil sie einige Jobs zu besetzen haben und die werden wir uns natürlich aus weiblicher Perspektive ganz genau anschauen. Und jetzt folgt mir doch einfach durch den Tag und wir finden gemeinsam raus, was Unilever so kann. Wie ihr seht, es ist ein beeindruckendes, buntes Gebäude. Passt auch zu den Produkten von Unilever. Die kennt ihr nämlich alle. So, jetzt treffen wir gleich Silvia Wiesner. Die ist Marketing Director hier bei Unilever Dach. Und die sucht dringend Unterstützung für ihr Team. Erster guter Punkt, weibliche Chefin. Also kommt und folgt mir. Hallo. Herzlich willkommen, Melli. Schön, dass du da bist. Dankeschön, Silvia. Ja, das ist deine Zutrittskarte heute. Dein Ticket, um heute mein Team, das Foods-Team von Unilever Dach, will ich da kennenzulernen. Vielen Dank, cool. Sehr schön. Lass uns gehen. Ja, aber sowieso. Gerne. So, liebe Silvia, du bist ja hier bei einem Global Player und einem sehr etablierten Unternehmen. Wir sind ja eher so ein Startup, wir müssen die ganze Zeit pitchen. Die ganze Zeit. Und ständig müssen wir irgendwelchen Leuten erklären, warum wir gut sind. Und das auf den Punkt. So, und deshalb würde mich jetzt total interessieren, wie würdest du den Job bei dir pitchen? Wir haben 4 Stockwerke Zeit. Challenge accepted. Of course. Gut. Also, liebe Melli, ganz ehrlich, sobald du mein Team kennengelernt hast, da erübrigt sich das mit dem Pitch. Wir sind überhaupt kein tradierter Großkonzern, da gibt es ganz viele Start-up-Elemente mit drin. Ich habe ein dynamisches Team, ein bunter Mix, experimentierfreudig, neugierig. Ganz ehrlich, es macht richtig Spaß, bei uns zu arbeiten. Boom! Gut, super! Wie würdest du dich denn als Chefin beschreiben? Denn das hat ja schon maßgeblich damit zu tun, wie man miteinander auskommt und all diese Dinge. Absolut. Du, ganz ehrlich, ich glaube, ich bin immer für mein Team da. Mhm. Also wenn du was brauchst, einen Input, einen Ratschlag oder mal den Rücken stärken, ja. Ich bin hier, ich bin gut greifbar. Wenn auch mal was nicht so toll läuft, ich stelle mich vor jemand anderen und hinter mein Team. Ich bin bereit, jede Idee zu fördern, ganz egal, wie verrückt sie vielleicht auf den ersten Blick klingen mag. Klingt gut. Und mir ist auch ein gutes Miteinander im Team sehr wichtig und ein gutes Teamgefühl und ein bisschen Spaß bei der Arbeit, ganz ehrlich. Wir bringen 8 Stunden hier, das muss nicht biertrocken ablaufen. Ja. Jetzt erzähl doch mal, wie ist es dann als Frau in Führungsposition bei Unilever? Bist du allein auf weiter Flur? Ach, oder Quatsch. Wie schaut es da aus? Nein, überhaupt nicht. Ganz ehrlich, 47% der Führungskräfte hier bei Unilever sind weiblich. Sehr gut. So meinen Job zum Beispiel, den gibt es in Summe 4-mal und 3 von 4 Positionen sind mit Damen besetzt. Ah, sehr das cool. Spricht schon mal für sich. Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass wir uns sehr klare Ziele gesetzt haben und ja, die versuchen wir natürlich auch zu erreichen. Und ich glaube auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel flexible Arbeitszeitmodelle, Jobsharing, da wissen wir einfach, was wir wollen, das setzen wir auch um und das bietet uns Frauen schon wirklich viele Möglichkeiten. Wie sieht denn Jobshare à la Unilever aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Ganz ehrlich, dafür gibt es jetzt keine Pauschalantwort. Mhm. Wir schnitzen die Modelle schon so, wie sie wirklich passen. Also wie viel Zeit kann jeder einbringen? Mit wem möchte er gerne zusammenarbeiten? Auf welchen Job passt das dann auch? Ich glaube, das machen wir schon sehr individuell zugeschnitten. Klingt ja alles soweit schon ganz gut. Jetzt wollen wir natürlich aber auch noch mal sehen, wie es sich so arbeitet. Also wie sieht ganz konkret der Arbeitsplatz aus? Und da hoffe ich, dass Silvia uns noch mal ein bisschen genauer hinter die Kulissen schauen lässt. Auf geht's. Ja, ja. Oh. Herzlich willkommen am neuen Arbeitsplatz. Das ist ja schön. Voll süß hier so mit Team Nushu und ja, so. Macht ihr das für jeden Mitarbeiter immer? Natürlich, was denkst du denn? Voll gut. Unter wird's am Schreibtisch nur, wenn Geburtstag feiert. Voll süß. Ach, ich bin gerade ganz begeistert. Ich setz mich hier mal in Probe. Ja, gerne. Und? Geht sich gut aus, du. Ja, sehr gut. So, was müsste ich denn jetzt können, um hier zu sitzen? Ja, Melli, du gibst mir heute ja eine Challenge nach der anderen. Das ist klar. Gar nicht so einfach. Zum einen ist es ein Job, der sich ganz viel im digitalen Bereich abspielt. Mhm. Und zum anderen ist es ein neu geschaffener Job. Das heißt, der oder die zukünftige Mitarbeiterin bei uns im Team, die wird auch ganz viel selbst noch gestalten können. Cool. Aber jetzt mal versuchen, das Ganze einigermaßen simpel zu erklären. Wir haben ja wunderbare Produkte, ja. Ne? Überhaupt keine Frage. Und jetzt geht es aber darum, die richtige Story zu diesen Produkten zu erzählen. Also die Frage ist, was interessiert dich, liebe Melli? Was möchtest du von uns, zum Beispiel von Knorr, hören? In welchem Moment, an welchem Ort, mit welcher Tonality, auf welchem Kanal sollen wir dich bespielen? Ja, und die Hoffnung ist natürlich, dass dir gefällt, was wir dir erzählen und dass du danach zum Beispiel dieses Produkt von uns kaufst.
Ich bedanke mich jetzt schon mal bei dir für deine Zeit heute. Und vielleicht hast du jetzt aber auch noch Lust, dich so ein bisschen alleine hier umzuschauen. Voll gut. Mhm. Ja? Mhm. Super, dann machen wir das doch so. Super. Hab ich total gefreut. Zeit. Bald. Und bis bald. Ja, jawohl. Sowieso. Und dann mach's gut. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. So, mal schauen, was wir hier gleich entdecken. Zuallererst selbst die Markierung hinterlassen, natürlich, klar. Man sieht hier direkt auf die Elbphilharmonie, geht schlechter, würde ich jetzt mal behaupten. So, jetzt kommt aber mit, mal schauen, was es sonst noch gibt. So, jetzt haben wir schon einiges hier gesehen. Jetzt interessiert mich natürlich noch brennend die Frage, wer eigentlich neben dem zubesetzenden Platz, ergo meinem Platz hier, sitzt. Und ich werde jetzt einfach mal rotzfrech darüber rollen. Ne? Huhu. Hi, ich bin Melli. Hi Melli, ich bin Katja. Hallo Katja, freut mich sehr, dich kennenzulernen. Hi. Du bist ja sozusagen die Sitznachbarin, ne? Ja. Du hast ja am meisten Erfahrung, weil du ganz nah dran bist. Welche drei Hard Facts und welche drei Soft Facts braucht man ganz, ganz dringend runtergebrochen, um diesen Job hier ausfüllen zu können? Drei Hard Facts. Man muss Daten mögen, man muss Kreativität mögen und man muss auch, das ist schon fast wieder ein Soft Fact, einfach extrem gut organisiert sein. Es ist ein extrem vielseitiger Job, wo man eine Vielzahl von Informationen handeln sollte. Und das muss man natürlich auch mögen. Das heißt, als Soft Facts finde ich, sollte ein Macher sein. Jemand, der auch gerne selbstständig arbeitet. Mhm. Wir empowern sehr gerne und geben viel Freiraum. Und man muss neugierig sein. Dann passt das alles. So, Katja, jetzt haben wir über viele verschiedene Punkte gesprochen. Ich habe so ein bisschen Appetit. Wie ist denn so die Mittagskultur, sag mal? Wann geht ihr denn so essen? Jetzt, würde ich sagen. Kommen wir runter? Herrlich. Oh, absolut. Wort. Ich glaube, ich hätte gerne einen Flammkuchen. Ein Flammkuchen, yay! Dankeschön, vielen Dank, danke. Und einen Salat, bitte. Ja, danke. Oh, schön hier. Ja, super, oder? Huhu. Hi. Hallo. Ach, das war schon fast fertig. So. Boah, Hunger. Ja. So. Guten Appetit. Guten. So, wie ihr wisst, sind wir heute hier, um den Job auch so ein bisschen aus weiblicher Perspektive aufzunehmen. Und jetzt habe ich ja viele Frauen um mich rum. Deshalb würde mich natürlich interessieren zu wissen, wie nehmt ihr denn die Kultur bei Unilever wahr? Sehr positiv, würde ich sagen. Also es ist ein sehr nettes, freundliches Miteinander, sehr umgänglich alle. Also man kann mit allen einfach super nett sich unterhalten, auch mal essen gehen eben. Also wirklich sehr offen, freundlich, sehr miteinander. Genau, und dazu kommen halt diverse Möglichkeiten, die es gibt, zu Jobshares, zu 50% arbeiten, 80% Arbeitszeit arbeiten. Also das Unternehmen ist echt super flexibel. Und es wird auch so im Unternehmen gelebt, ne? Ja, absolut. Ja. Okay, dankeschön. So, wir befinden uns jetzt am Hotspot Unilevers, eher ein Coolspot, um ehrlich zu sein, die Eistruhe. Es gibt hier Eis und Moss und wir sind gleich verabredet mit Sarah. Sarah arbeitet im HR und die hat mich auf die Dachterrasse geladen. Da bringe ich natürlich ein Eis als Gastgeschenk im eigenen Haus mit. Und jetzt schauen wir doch mal, was noch übrig ist nach der Mittagspause. Ich habe gehört, die Unilevers essen unglaublich viel Eis. Ich kenne jetzt Sarah nicht, aber wir sind ja heute in Schinkermission unterwegs. Rosa ist das Motto, wenn wir es mal klischeehaft sagen. Deshalb gibt es ein pinkes Magnum. Kann ja wohl nicht besser passen. So, und jetzt ab nach oben auf die Dachterrasse. Wir sind schon ein bisschen spät dran. Hopp. Sarah! Hello! Huhu. Na? Ach, schön, dich kennenzulernen. Hi, ich bin Sarah. Ich habe dir ein Eis mitgebracht. Geil, danke. Schönes Partner-Outfit, super. Sag mal, Sarah, du bist ja zuständig für die Position, für den Marketing, Performance Marketing Manager. Bist du für alle Marketingpositionen zuständig bei Unilever? Genau, tatsächlich für alle Marketingrollen und auch für die digitalen Rollen, die jetzt gerade so entstehen bei Unilever. Und seit wann bist du da? Auch noch gar nicht so lange. Ich habe den Bewerbungsprozess quasi auch hinter mir. Ich habe Anfang des Jahres angefangen.
dann ist es ja super, dass ich genau dich hier habe. Okay. Wie hast du es denn empfunden? Total cool, total locker. Also ich komme halt auch aus dem Startup, von daher war es für mich auch eine neue Welt. Ja, voll. Mhm. Und war mir auch nicht sicher, wie locker, wie die Kultur so ist. Mhm. Und selbst der Bewerbungsprozess war da halt schon super locker. Also man ist da echt auf ein offenes Gegenüber gestoßen. Das war ziemlich cool. So, Eis ist alle, Finger klebend. Okay. Aber es war sehr nett mit dir. Vielen Dank für die Infos, sehr gerne. Sarah. Und es ist immer gut zu sehen, glaube ich, wenn man weiß, wer hinter der Job-Ad steht, der Gemeinen. Ja, wo man dann irgendwie Angst hat, sich vielleicht nicht oder sich nicht bewerben möchte, weil man nicht 100% aller Anforderungen erreicht oder so. Keine Angst. Umso cooler zu sehen, dass du dahinter steckst. Und dann sehen wir uns wieder, ne? Ja, sehr gerne. Vielen Dank. So, war ein richtig guter Tag heute hier bei Unilever. Ich habe viele tolle Gespräche geführt mit super spannenden Unilever-Ladies und hat mir richtig gut gefallen. Es gibt viele Top-Punkte, finde ich, die man auch wirklich so zum Unternehmen sagen kann, neben dem Eis selbstverständlich. 47% Frauenanteil im Unternehmen, gerade in den Führungspositionen, finde ich doll. Und helft uns dabei, die letzten 3% noch zu erreichen. Wenn ihr jetzt sagt, der Job klingt spannend, dann scheut nicht, tickert uns an, sprecht Sarah an, empfehlt den Job weiter an Freunde oder Freundinnen, Kollegen oder Kolleginnen. Und dann bin ich mal gespannt, was draus wird. Ich wünsche euch einen ganz herrlichen Tag. Ich trinke jetzt erstmal einen Alster an der Elbe und ich freue mich auf alles, was kommt. Bis dahin, tschüss!